Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Questor, die Reise des verwunschenen Königs. Ja, ich habe jetzt ein bisschen eingekauft gehabt, ein bisschen verkauft und zahle ich nur das restliche Geld ein, 6000 hier. Damit ich halt nichts verliere, der Rest kann da ruhig drin bleiben. Und wenn wir jetzt immer noch ein bisschen leveln gehen. Das wollte ich eigentlich so machen, aber ich habe halt nicht, ich habe halt noch ein bisschen rumgelaufen und habe schon mal für Angelo ein Schild gekauft. Und halt den Odin Bogen. Den habe ich schon zusammengekräftet. Dann habe ich hier noch die Rüstung gekauft. Gut, den Helm hatten wir ja schon. Dann noch ein bisschen zugesteckt, wo was am besten hinpasst, damit wirklich er komplett tanky, er ein bisschen viel Angriff macht und dann noch schauen, was noch so kommt. Jetzt mache ich für Jessica ist das, glaube ich, den Hut, der jetzt im Alchemiekessel ist. Und dann geht es halt darum, noch ein bisschen zu craften, was ich noch so machen kann. Eine Mini-Medaille habe ich noch gefunden, die war in der Anfangsstadt. Da habe ich nämlich ein bisschen rumgegangen, weil Angelo halt nicht angreifen konnte, weil ich halt keinen Bogen hatte. Deswegen musste ich mir halt ein Land suchen, wo ich wenig mache. Ich kann, glaube ich. Ja, das wollte ich nämlich nicht. Ich wollte eigentlich. Was funktionieren müsste hier. Ja, Trode. Dass ich hier rumfliegen kann. Ist immer noch bei Neos. Aber sicher. Jetzt falsch, ne. Da ist es doch. Das müsste sogar als Reiseziel da sein anscheinend. Weiß es nicht genau. Können wir mal eben gucken. Teleportation. Hier hatten wir Kräutergrotte. Okus. Ne, das ist keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo wir gerade hier sind. Mal schauen, wo wir jetzt am schnellsten oder wo wir jetzt am schnellsten da irgendwo hinkommen. Und gucken wir gleich mal, was der für ein Damage noch austeilt hier. Das ist erstmal hier was Einfaches. Dann machen wir Clear, tippe ich mal. Da machen wir mal einen schönen Schuss. Darf natürlich. Boah. 89, vorher hat er glaube ich 79 gemacht, also 10 Schaden locker mehr. Das ist schon mal geil. Ah, die sind schon nervig, die kleinen Viecher. Ah, das wollte ich schon machen. So, so. Und halt noch so. Ja, macht deutlich viel mehr Schaden. 29 jetzt, glaube ich, vorgemacht oder 22 wäre Multischuss. Ach komm schon, ey, das ist total nervig. Die sind ja schlimmer als die anderen. Die können ja einen ausbremsen und können dann noch total viel angreifen. Okay, einer ist schon mal tot. Kriegen wir das jetzt vielleicht hin? Mal vielleicht mal so schnell einen Angriff. Man sieht auch, Genghis hat bald 500 Leben. Das ist schon 437, aber fast 500 können wir auf jeden Fall schaffen. Oder könnten wir schaffen. Haben wir noch nicht alle Rüstungsteile. Und halt Geld fehlt halt nur das Extreme. Und ich wollte mir halt schon mal so einen Weg suchen, wie wir am schnellsten irgendwo hinkommen. Okay, hier fehlt auch noch. Wie kommen wir denn da hin? Können wir das dafür nutzen? Oh, jetzt kommen die. Dafür würde ich mal gerne das ausprobieren. Das. Ne, Schmor können die, glaube ich, ab, aber Clear können die nicht ab. Und hier mache ich mal Braus. Guten 100er reingehauen. 200. Den meinen schon. Doch, das müsste jetzt wehtun. Geil. Ich liebe diesen Angriff jetzt schon. Ist natürlich.
die ganzen Leute heilen. Da war ich ja schon. Wäre auch die einzige Möglichkeit, da irgendwie hinzukommen. Ja, die guten alten Kisten. Da können wir jetzt eigentlich durchlaufen. Also ich bin nun da gekommen. Ich kann, glaube ich, noch hier lang, oder? Jetzt haben wir Krallen. Ah, die kriegen wir ganz gut hin. Boom. Fast 100. Sehen wir, der ist jetzt auf mit Flash und Genghis. Das ist total geil. Ist hier je nach Monster halt unterschiedlich immer. Na, merkt man. Bam. Schon wieder ein bisschen Geld. So ein kleiner Umweg. Ah. Kann man nur noch hoch? Ach, ich schaue mich erstmal um, dass wir irgendwo einen Weg finden oder so, wo ich am schnellsten hoch kann. Aber definitiv. Obwohl, warte mal. Ist was? Ich will es krachen lassen. Total affengeil. Frisst nur viel Mana. Das ist das Problem bei der Sache. So, so. Und so. Ah, schade. Das werde ich jetzt öfters machen, hier so ein bisschen durchgehen. Und gucken, wie wir vorankommen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir noch haben. Weil ich tippe mal, dass das fast schon das Ende wird oder sein. Ha, ich tippe mal, das wird das Ende jetzt kommen. Jetzt. Das ist ein Stück von dem blauen Stein. Oh, warte, den Beruf. Und wenn das dann zu Ende ist, dann haben wir eigentlich schon Dragon Quest zu Ende. Dann sind wir schon fast. Was sind wir jetzt bei? 600, ne, 166 Folgen, 167. Ah. Ja. 100. Ja, entweder 165 oder 166, 167 ist schon zu viel. Oh, das hätte wehtun können. Und das ist schon wirklich Hammer für so ein Spiel. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viel aussah. Gut, wir haben die Folgen auf 10 Minuten bis 15 Minuten immer so im Rahmen gehalten. Das ist halt die Sache. Was ich auch mal schon überlegt habe, dass ich halt hier dieses Farmen aufnehme und im Schnelldurchlauf mache. Auch eine Überlegungssache, aber dann labere ich nicht, dann würde ich Musik drunter machen oder so ein Quatsch. Ob es sich lohnt, weiß ich jetzt noch nicht. Wow. Ein Crit da rein jetzt mit 253. What the fuck? Ah. Na komm, kann man wenigstens noch Schaden austeilen hier. Aushalten tun sowieso schon viel, das muss ich dazu sagen. Nur ich würde halt irgendwie so eine Goldquelle finden, wo man halt. Oder so ein Monster finden, die halt viel Geld bringen. Ach komm. Zwei fallen auf jeden Fall. Ah, schon wieder Angelo. Als Maulhahn. Tschüss. Noch. Life hat er noch. Zeit, trinke ich schon mal ein Schluck Wässerchen. Müsste Jesse kann ich irgendwann mal steigen? Mehr Schaden machen oder so? Okay, kann ich auf jeden Fall nicht weiter. Ne, das ist auch nix. Ne. Warte mal, hilft vielleicht. Heiliger Schutz auch hier. Okay.
Scheint Spuren zu finden, sein zack, nächstes Monster. Auf jeden Fall geil. Na, schicken wir die nochmal los. Weil die machen doch schon viel Schaden. Aua. Harmlos. Nummer 1 ist schon mal down. Ah, 2 kriegen wir hoffentlich, ja. 2 sind schon mal. Ah, den dritten noch nicht. Oh, da wollte er mich mal auf Verzweiflungsschlag treffen. Da ist Nummer 3 down. So. Dann machen wir einfach mal standardmäßig einfach normale Angriffe, weil die tun auch schon weh bei dem. Ja, sauber. 230 wieder. Jetzt haben wir jetzt schon wieder 1300. 550 sind wir, glaube ich, hingekommen. Extrem geil. Ja, wir müssen ja da lang. Wir müssen halt so einen Weg finden, wie wir da am schnellsten hochkommen. Oh, zwei Kisten. Ah. Ich schick mal das los, das. So. Und so. Ich glaube, jetzt kommen so massenweise Angriffe rein. Oder boom. Der Link hat ein bisschen weniger Schaden bekommen, hoffentlich bekommt er jetzt mehr. Ah, ein bisschen mehr. Aua. Dürfen aber beide sterben, sauber. Ist eine Truhe, befindet sich ein Eisennagel da. Und da habe ich 10 Stück oder so schon. Gut, hier kann ich keinen Mana-Teil machen oder Magie teilen, wie sie es hier so nennen. Eine Treppe hoch. Ja, das ist die. Dafür muss ich unten lang. Komm, ich mach's noch einmal so und gehe dann wirklich direkt unten lang. So. Clear geht immer. Machen wir noch so, damit wir erst die hier wegkriegen. Ah, die werden jetzt, wenn bei Flash angreift, dann werden sie auf jeden Fall tot gehen. Spätestens jetzt. Die Mana-Schleuder Nummer 1. Alle down. Dann mache ich kurze Teleportation. Jetzt zu Kirche am Meer, das ist die immer gewesen. Dann lade ich mich mal wieder kurz auf den Gehunden lang und gehe den einen Weg nochmal durch die Ferne. Warte mal, kann ich hier nicht sogar Weissagung machen? 41.000, 12.000, 14.000. Also ist Cheng ist vorher noch dran vor Jessica. Okay. Ist natürlich eine Ansage. Gut, sie hat er diese Pause gehabt, als sie böse war, sagen wir mal so. Was sonst?